starten. Wir hatten jetzt ganz, ganz viele Betroffene, die zu uns gesprochen haben, was natürlich fantastisch ist und sehr, sehr viel Kraft und Mut erfordert, aber gleichzeitig vielleicht nicht alle jetzt diesen Mut aufbringen können und gleichzeitig aber so viele von uns Betroffene sind, vielleicht nicht unbedingt von der Vergewaltigung, aber also ich kenne keine Frau, die nicht schon mal angegrapscht wurde, um ehrlich zu sein. Und mir ist es mehr als einmal passiert und passiert es mit einigermaßen mit einer relativen Regelmäßigkeit, um ehrlich zu sein, auch wenn ich versuche, mich da irgendwie zu wehren und zu schützen. Vielleicht wollen wir einfach mal alle aufstehen, die schon mal in ihrem Leben in irgendeiner Form einen sexuellen, sexualisierten Übergriff erlebt haben. Wollt ihr nicht? Okay, dann lassen wir es. Dann sagt doch, die sollen aufstehen, die noch nie einen erlebt haben. Können wir nicht machen, ja klar.